touch this. Hallo und herzlich willkommen, Leute. Mein Name ist Kuschel und in diesem Video geht es um die besten Battle Pass Skins, also Outfits, ihr eben durch den Battle Pass erhalten könnt. Den Battle Pass gab es nicht in Season 1, aber in Season 2 und 3 kann man ja, oder beziehungsweise konnte man ja, einen Battle Pass kaufen. Und wenn man den hatte, gibt es verschiedene Skins, die man eben dadurch bekommen konnte. Ja, in diesem Video möchte ich euch mein Ranking zeigen, welche Skins ich absolut am besten finde, also die man hier mit dem Battle Pass, wenn man ihn gekauft hat, umsonst in Anführungszeichen bekommen kann. In Season 2 konnte man mit dem Battle Pass insgesamt 4 Skins bekommen und jetzt in Season 3 kann man insgesamt 6 Skins erhalten. Wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, Leute, lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, dass ihr die neuesten Videos und Livestreams auf meinem Kanal nicht mehr verpasst. Ja, ganz unten gerankt habe ich persönlich den Missions-Specialist, also Mission-Specialist. Und zwar ist das der Astronauten-Skin, das Outfit, das ihr eben in Season 3 bekommt, wenn ihr den Battle Pass kauft, direkt am Anfang. Das ist auch einer der Skins, die man mittlerweile natürlich am meisten sieht. Das war in Season 2 ganz genauso, weil eben dieser Skin sehr, sehr häufig unterwegs ist. Mir persönlich gefällt er einfach nicht sehr gut. Ich hatte das gleiche Problem auch in Season 2. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es doch daran liegt, dass so viele Leute einfach damit rumlaufen. Jedoch muss ich auch sagen, dass sehr viele Leute mit Farbenbomber rumlaufen und der gefällt mir trotzdem noch. Nichtsdestotrotz, es ist ein Skin, den ich persönlich nicht anziehen werde und deswegen habe ich ihn ganz unten gerankt. Als nächstes habe ich den Blue Squire. Das ist hier der blaue Ritter aus dem Battle Pass aus Season 2. Den habt ihr direkt am Anfang bekommen. Genauso wie mit dem Astronauten ist natürlich in Season 2 jeder mit diesem Skin rumgelaufen. Und ich konnte ihn schon einfach nicht mehr sehen. Ich hatte ihn, glaube ich, einmal an oder zweimal und bin dann wieder zurückgegangen auf meinen Renegade Raider, weil ich diesen Skin einfach nicht mochte. Ja, als nächstes habe ich Royal Knight gelistet. Das ist auch dieser blaue Ritter, aber jetzt als weibliche Version. Die hat man damals in Season 2, ich glaube, auf Stufe 21 erhalten. Es ist im Prinzip genau das gleiche wie eben der andere Ritter. Fasida ist damit rumgelaufen. Es ist zwar nun die weibliche Version davon, aber es ändert halt nichts an der Tatsache, dass ich den Skin persönlich nicht so schön finde. Ja, als nächstes haben wir die Mondspaziergängerin. Mal abgesehen von dem Standard-Astronauten finde ich, dass das hier der schwächste Skin aus Battle Pass Season 3 ist. Es gibt um einiges schönere, die man mit dem Battle Pass Skin bekommen kann. Nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall nicht der schlechteste Skin im Game. Aber vom Ranking her finde ich, dass es nicht sehr hoch gelistet werden kann. Als nächstes haben wir den Rust Lord. Den haben bestimmt einige von euch schon freigeschaltet. Ich finde, das ist eigentlich ein ziemlich decent Skin. Das ist ein cooler Skin. Er sieht nicht schlecht aus. Viele von euch haben den gleich als Schwitzer Skin beschrieben. Habe ich jetzt nicht so das Gefühl. Jedoch hat jeder natürlich seine eigene Meinung und jeder hat so seine eigenen Leute, gegen die er spielt und jedes Spiel ist anders. Ein Skin sagt eigentlich nichts darüber aus, wie gut oder schlecht du in dem Spiel bist. Wie gesagt, ich finde das ein sehr gutes Skin vom Battle Pass Season 3. Dementsprechend kann ich es verstehen, dass viele damit rumlaufen. Ja, als nächstes habe ich Dark Voyager aka den dunklen Reisenden gelistet. Das ist der Astronaut in Schwarz, aber man sieht den Kopf innen nicht, weil der Helm halt ganz komplett schwarz ist. Es ist ein guter Skin. Man sieht ihn sehr, sehr weit entfernt auf der Karte, wenn die Leute damit spielen. Aber ich persönlich finde trotzdem, dass es ein sehr, sehr gelungener Skin ist. Der Schwarze gibt dem Ganzen so ein bisschen so einen Touch, so von wegen, passt ein bisschen auf, das ist hier ein Dark Voyager. Finde ich wirklich nicht schlecht, es ist echt ein guter Skin meiner Meinung nach. Und ich kann es auch komplett verstehen, wenn die Leute den spielen. Ich finde es so lustig, wenn du gegen so einen Squad spielst, die alle diesen Skin eben haben. Ja, als nächstes habe ich Sparkle Specialist gelistet. Ich glaube, wie heißt die auf Deutsch? Funkelspezialistin oder so. Die hat man auf Battle Pass Stufe 56 bekommen in der Season 2. Den Skin habe ich wirklich sehr, sehr lange getragen, muss ich sagen. Ich hatte damals nur 3, 4 Skins oder so, also die aus dem Battle Pass und Renegade Raider. Mir hat der immer sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, ich habe mich vielleicht ein bisschen satt gesehen daran. Ich finde, das ist aber trotzdem ein sehr, sehr cooler Skin. Das ganze Disco-Thema und Outfit ist wirklich sehr gut umgesetzt worden. Man hat ein glitzerndes Oberteil an, man hat eine glitzernde Hose an. Das Make-up sieht echt cool aus. Wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr guter Skin.
Ja, auf Platz Nummer 3 habe ich Elite Agent, also die Elite Agentin. Das ist wohl der beste Frauenskin aus Battle Pass Season 3. Ich glaube, es gibt ja nur 2 Frauenskins, aber ich finde ihn sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein richtig cooler Skin. Es ist ein übelst heftiges Outfit. Und ich muss sagen, ich bin echt teilweise neidisch gewesen auf die Leute, die den schon freigeschaltet hatten oder sich halt ihre Stufen hochgekauft hatten und den bereits gespielt haben. Es ist wirklich ein toller Skin, er ist gut gemacht. Ich finde es auch cool, dass man nicht viel vom Gesicht sieht, sondern dass es alles so verhüllt ist. Es erinnert mich so ein bisschen an Shadow Ops, wobei Shadow Ops vielleicht noch ein bisschen besser ist, meiner Meinung nach. Aber der Skin ist wirklich gut gelungen und wie gesagt, der beste Frauenskin aus Season 3 Battle Pass. Ja, kommen wir zu meinem persönlichen Platz 2 und das ist für mich der Dark Knight. Den habt ihr auf der höchsten Stufe auf Battle Pass Season 2 bekommen und zwar war das Stufe 70 und wie bereits in meinem anderen Video angemerkt, ja, wenn ihr den am Anfang von der Season 2 in der Lobby hattet, ihr habt euch echt ein bisschen zurückgenommen und dachtet so, da ist ein Dark Knight da hinten. Es ist echt ein guter Skin meiner Meinung nach. Es sind sehr viele Leute am Ende natürlich mit dem Skin rumgelaufen, weil jeder drauf geschwitzt hat, die ganze Season halt hochzuleveln, um diesen Skin irgendwann zu bekommen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass es echt ein guter Skin ist. Mir gefallen ja die anderen Ritter nicht so, aber dadurch, dass dieser schwarze Ritter einfach komplett schwarz ist und eben auch die Augen und alles so cool aussieht, ist er wirklich gut geworden. Ihr wisst ja alle, man kann sich die rote Ritterin im Shop kaufen oder konnte man. Ich glaube, das ist mittlerweile eine der seltensten Skins. Auch der Frauenskin dazu ist geil, aber den gab es nicht im Battle Pass. Dementsprechend, ja wie gesagt, mein persönlicher Platz 2 ist der Dark Knight, also der schwarze Ritter aus der Season 2. Ja, und ihr könnt euch alle schon denken, was ich als Top 1 gelistet habe. Auf dem ersten Platz befindet sich für mich John Wick, also The Reaper, aus dem Battle Pass aus der Season 3. Das erste, was ich einfach total toll finde an diesem Skin ist, dass es ein anderes Charaktermodell ist. Er sieht nicht so aus wie die anderen Charaktere, die wir haben. Er sieht schlanker aus. Ich glaube, die Beine sehen auch länger aus, wenn man ihn spielt. Alle anderen Skins und Outfits sind halt hier auf den Soldatencharakteren, auf den Modellen aufgebaut worden. Und ich finde einfach dadurch, dass es wieder ein bisschen anders ist als die anderen Charaktermodelle, hat er auf jeden Fall Platz 1 verdient. Wie gesagt, am Anfang gab es die richtigen Tryhards oder eben die Leute, die sich alles hochgekauft haben. Mittlerweile haben sich die Leute hochgelevelt und haben diesen Skin. Ich glaube, ich brauche noch 10 Stufen oder so, bis ich den Skin habe, ungefähr, damit ich ihn auch spielen kann. Ich finde, es ist der beste Battle Pass Skin, den ihr erhalten könnt aus diesen 2 und 3 Kombi. Das Outfit sieht einfach übelst unique aus. Du hast einfach einen schwarzen Anzug an. Wir wissen ja alle, dass es an den Film angelegt ist. Und man sieht einfach nur cool damit aus, wenn man damit rumläuft im Game, meiner Meinung nach. Ja Leute, wie bereits am Anfang angemerkt, das ist natürlich meine Meinung. Ihr habt bestimmt wieder eine andere Meinung als ich. Ihr dürft mir die gerne natürlich in die Kommentare schreiben und mir sagen, was euer Lieblingsskin von den Battle Passen ist oder beziehungsweise welchen Skin ihr überhaupt nicht mögt. Vielleicht ist auch der Anfangsastronaut oder der blaue Ritter am Anfang euer Lieblingsskin. Wenn ja, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare, aber schreibt mir auch dazu, warum ihr die so toll findet. In dem Sinn, das war mein Ranking der besten Battle Pass Outfits. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Wie immer, vielen lieben Dank fürs Gucken. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wie bereits gesagt, lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis dann.